So, also, los geht's. Und Turbo! Hat gereicht. Yeah! Meine Stimme hat auch gereicht, da bin ich ja froh. So! So spielt man also das Spiel durch. Sehr schön. Der fährt immer noch, jawohl. Beim schönen Helmchen. Oh. Alle meine Freunde, alle sind bei mir. Okay. Huch. Ah ja, cool. Der ist auf der 1, auf der Kurzwahl. Das ist unser Onkel, glaube ich. Hey, Terry. Ich hab's geschafft. Ich bin im Weltall. Großartig, Terry. Sei es drum, deine Eltern haben angerufen. Sie kommen morgen nach Hause. Und ihr ist aufgefallen, dass ich vergessen habe, nach dir zu sehen. Und zwar ziemlich oft. Hast du den Ferienkurs gemacht, den du machen solltest? Ich bin gerade im Weltall. Ja, das Weltall ist der Wahnsinn, Terry. Aber können wir mal kurz ernst miteinander reden? Deine Mutter wollte, dass ich mich um dich kümmere. Darum möchte ich ein paar Dinge mit dir klären. Onkel Grony, ich bin im Weltall. Du klingst irgendwie gedämpft. Was? Ja, mit dem Auto des Jobcenters. Deine Mutter wird mich umbringen. Wird sie nicht? Ich muss nicht mehr zur Schule gehen. Ich bin jetzt berühmt. Terry? Terry? Hältst du das nicht für eine schlechte Idee? Wieso? Um ehrlich zu sein, hängen so viele praktische Probleme daran, dass ich nicht mal weiß, wo ich anfangen soll. Wie ist es da oben überhaupt? Irgendwie blöd. Kann ich nicht mal richtig atmen. Das fällt ihm früh auf. Wie geht's alle unten bei euch? Reden die Leute über mich? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob jemand überhaupt Bescheid weiß. Oh. Fast wie damals, als der Bürgermeister ins All flog. Es war beeindruckend, aber kaum jemand hat es mitbekommen. Dem Rest war es eigentlich egal. Der Bürgermeister im Weltall? Stimmt, der ist ganz am Anfang. Da ist er ganz rund geworden und ist dann emporgeschwoben, geschwobt. Geschwobt. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Stimmt. Ja, eben. Tja, und was jetzt? Das war eine schlechte Idee. Das war eine sehr schlechte Idee, Terry. Hör zu. Ich weiß, dass du keinen Ferienkurs machen willst. Ich weiß, du denkst, es ist zu schwer, deine Noten zu verbessern. Und ich weiß, du bist enttäuscht darüber, dass deine Eltern dich zu Hause gelassen haben. Und bitte versteh mich nicht falsch. Es ist wirklich inspirierend zu sehen, wie du deine Träume erfüllst. Es ist sogar sehr beeindruckend. Aber eine Fahrt ins Weltall ist nicht wirklich eine Lösung. Egal, wie schwierig die Dinge manchmal auch zu sein scheinen, wir alle müssen einen Weg finden, damit umzugehen. Finde diesen Weg hier auf der Erde. Und ich verstehe es. Du hast es durchgezogen. Das ist ziemlich cool. Wenn du das Ganze ein bisschen besser geplant hättest, wärst du jetzt vielleicht berühmt. Das Kind, das mit dem Auto ins Weltall fuhr. Aber ist es das wert? Ein Leben lang im Weltall verloren zu sein? Ja, schon irgendwie, oder? Also ich find's ziemlich geil. Nein, das ist es nicht, Terry. Ich glaube wirklich nicht, dass es das ist.
Bleib einfach, wo du bist. Ich komm dich abholen. Okay. Wie jetzt? Ja, wie holt er ihn denn ab? Oder nimmt er jetzt einen Taxifahrerjob an? Nimmt ein Taxi, ein tunedes Taxi oder was? Okay, also er geht zumindest zu der Taxifrau, alles klar. Soweit so klar. Er kriegt ordentlich Turbos. Ja. Dann legt er sich mit Jerry an. Ach so. Weil Jerry jetzt rummutzt, dass er jetzt auch ein Turbo hat. Und er macht gleich mal Jerry platt. Hier, mir doch egal. So. Dann sammelt er die ganzen Dinger da ein. Okay. Er macht quasi genau das, was ich gemacht habe. Nur geplanter und wohl schneller. Also, die halten da jetzt ordentlich Turbos rein. Soweit so klar. Hä? Er macht eine Kette? An was macht er die Kette? An die Baustelle? Ich verstehe es nicht ganz. Ach so! Er macht eine Kette ans Auto. Er kettet sich fest. Dann kann er hoch, kann ihn abholen und kann dann jetzt wird er hier wieder runtergezogen. Oh, ist das schön. Das gefällt mir. Guck mal, wie sie alle mithelfen. Wenn ich runterkomme, klaue ich euch wieder die Geldbeutel. Yay! Und jetzt hier, die Schwerkraft hat's wieder. Gibt ja keinen Fallschaden. Sehr schön. Ach, ist das schön. Guck, jetzt werden sie gefeiert. Der Junge, der ins Weltall fuhr und der Onkel, der ihn wieder runtergeholt hat. Also, aus dem Weltall. So. Schön. Das ist doch ein Screenshot wert, so. Ende. Schön. Aber das hat mir, also das Ende hat mir gefallen. Ich dachte jetzt wirklich, dass das jetzt das Ende ist. Ja, ich hol dich doch runter, fertig, zack. Aber nö, das war schön. Ja, ein bisschen so die Moralkeule am Schluss. Nun ja, musste jetzt nicht sein, aber... So, Danksagung. Die Zusammenarbeit mit dir hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und lief wie geschmiert. Zu hören, wie die Musik Form annimmt, inspirierte mich während der gesamten Entwicklungsphase mit am meisten. Auch abseits der Musik warst du immer für mich da und hast mir geholfen, Hürden zu überwinden und Siege zu feiern. Danke. Das sagt er zu Thomas de Waard. Das ganze Team von Super Rare... Es war mir eine absolute Freude, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr habt mir immer das Gefühl gegeben, dass ich etwas ganz Besonderes erschaffe. Danke, dass ihr so bereitwillig eure Gedanken und euer Wissen mit mir geteilt habt. Und George, danke, dass du an mich geglaubt hast, bevor das Spiel zu irgendwas taugte. Dann auch das Internet. Ich liebe dich. Spiele zu entwickeln ist so viel einfacher, wenn eine kostenlose Information zur Verfügung steht. Ja, so ist es. Internet ist geil. Das, was nicht geil ist, Social Media... Media-Gedöns. Das könnt ihr einfach ausblenden. Guckt wie ich. Ich habe quasi kein Social Media. Ja, ich bin hier auf YouTube, ich weiß. Aber das ganze andere Kack und ja. Aber Internet ist geil. Das kann man nicht anders sagen. So, Natalie, du machst mich glücklich. Du hältst mich gesund. Dank dir bleibe ich so gut wie vernünftig. Danke. So, dann gehen wir mal zum Titelbildschirm. Ich glaube, wir haben es durchgespielt. Vielleicht kommt noch irgendwie noch eine After-Credits-Scene.